Und warum kommt denn hier keiner, Alter? Du machst mich ganz nervös. Renn doch nicht die ganze Zeit hier hin und her. Beruhig dich einfach, setz dich hin. Wir können jetzt nichts anderes tun, als warten. Ich kann jetzt nicht einfach so rumsitzen. Komm, setz dich. So, das wird schon wieder. Und was ist, wenn nicht? Ha? Was, wenn es nicht wieder wird? Hey, Leon. Ja. Deine Tabletten. Was ist denn jetzt passiert? Manuel, ich bin zu schnell gekommen, wie es ging. Oder ist einfach Matrix zusammengebrochen? Herr Eule hatte einen Herzstillstand. Was? Ja. Er hat dann direkt den Notarzt vor Ort und sie wurde reanimiert. Alter, ey. Hey, ganz ruhig, cool. Großer, ganz ruhig. Eule ist hier bei Profis, ja? In einem Krankenhaus. Sie wird alles, die sind alle für sie da, die kümmern sich um sie. Okay? Du kennst doch Eule. Die ist eine Kämpferin. Oder? Sag es dir. Eule ist eine Kämpferin, die schafft das, komm. Eule ist eine Kämpferin. Sag es. Die ist eine Kämpferin. Genau, sie ist eine starke Kämpferin. Komm her. Das wird schon, Mann, das wird. There's a possibility. Jungs, komm, ich hab mal was zu essen gekauft. Ihr müsst auf jeden Fall was essen. Du brauchst auf jeden Fall was. Apfel, nee. Banane. Nee. Nicht? Nein. Du? Und was ist, wenn sie nicht wieder wird? Wenn sie jetzt... Mein Alter, sie ist jung und war gesund. Hey. Ey, da kann man doch nicht einfach so einen Herzstillstand bekommen, hä? Beruhig dich jetzt mal bitte, okay? Wir sind hier im Krankenhaus. Hier wird dir professionell geholfen. Hey, alles wird gut, okay? Hey, das ist der Arzt. Hallo, guten Tag, die Herren. Sind Sie die Begleitperson von Charlotte Kappel? Ja. Sie ist soweit über den Berg. Wir haben sie stabil bekommen, aber wir müssen nur noch einige Untersuchungen machen, um zu gucken, was zu dem Herzstillstand geführt hat. Okay. Ich bin Ihr Freund. Kann ich zu ihr? Ich muss Sie sehen. Ja, Sie müssen noch ein bisschen Geduld haben. Ich sag ja schon, ein paar Untersuchungen sind noch nötig. Sie braucht auch noch ein bisschen Ruhe. Aber wir werden Ihnen natürlich sofort Bescheid sagen, wenn es soweit ist, dass Sie zu ihr gehen können. Ich denke, sie wird auch darauf warten. Okay? Gut. Vielen Dank, Herr Doktor. Bis dann. Das sind doch super Nachrichten, hast du gehört? Hm? Hey. Hab ich doch gesagt, alles wird gut, okay? Ganz ruhig jetzt. Alles wird gut. Ich ruf kurz Milan, weil die macht sich auch mega Sorgen in Wien, ja? Ja. Hey, Baby. Ja, ich wollte nur sagen. Willst du nicht auch Franzi anrufen? War ja auch live dabei. Ja, ich schreibe dir gleich eine Nachricht. Siehst du, geht schon wieder. Ist super. Jetzt zur Eule. Charlotte Kappel, ich halte es echt nicht mehr aus. Ja, sie ist jetzt wach, Sie können zu ihr. Aber bitte vermeiden Sie jede Aufregung. Sie ist noch sehr schwach. Okay, ich werde nichts machen, was Sie aufregen wird. Okay. Ey, wir warten hier auf dich, Digga, ja? Willst du einen Kaffee? Baby. Wie geht's dir, hm? Alles gut? Was ist passiert? Ich weiß nur noch, dass ich auf die Bühne wollte und dann ist irgendwie alles schwarz geworden. Du bist einfach zusammengebrochen. Weiß man jetzt schon, was passiert ist? Ist es jetzt klar? Ja, das ist klar. Frau Kappel, darf ich das Ergebnis hier sagen, wenn Ihr Freund dabei ist? Natürlich, Janus kann hier bleiben. Ja, wir haben in Ihrem Blut einen sehr heftigen Drogencocktail gefunden. Ziemlich hohe Konzentration. Dieser Cocktail hat zum Herzstillstand geführt. Er hätte auch zum Tode führen können.
Was? Drogen? Du meinst Drogen? Ich nehme keine Drogen, ich habe noch nie Drogen genommen, es kann überhaupt nicht sein. Da gebe ich ihr recht. Mit Drogen hat sie gar nichts am Hut. Aber sind Sie denn sicher, dass es Ihre Ergebnis sind? Haben Sie da vielleicht irgendwas verwechselt? Kein Irrtum möglich. Aber es muss doch. Das muss ein Fehler sein, sonst. Das muss mir jemand untergejubelt haben. Ich bin da ganz sicher. Baby, bleib ruhig, okay? Das wird sich schon klären. Versprochen. Sie sehen ja, Ihre Partnerin ist noch sehr schwach. Wir müssen Sie noch ein paar Tage hier behalten und auch noch ein paar Untersuchungen machen. Und ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass sie ihre persönlichen Sachen herbekommt, die sie braucht, um sich hier bei uns wohlzufühlen. Pass auf, Baby. Bleib ruhig, ja? Ich will jetzt gleich schnell ein paar Sachen und komm dann sofort wieder, ja? Was soll machen sowas? Ich bin gleich wieder da, ja? Bleib ruhig. Beeil mich, okay? Spar jetzt deine Kräfte. Ich bin gleich wieder da, ja? Eule und Drohung? Niemals! Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Vielleicht war das irgendjemand, der Backstage war oder was weiß ich. Ich würde auf jeden Fall herausfinden, wer das war. Wo seid ihr ja? Janis, wie geht's Eule? Alter! Ja, alles gut bei dir? Das ist nicht ordentlich hier. Nicht ordentlich, ja? Kannst du mir bitte seine Tabletten holen? Ich glaube, die sind im Badezimmer. Ja, Digi, wenn du willst, ich kann dir auch gerne dabei helfen. Ja, komm, geh mal her. Nein, Digga, ich mach das. Komm, ich helf dir doch. Ich mach das jetzt ordentlich, okay? Hey, merkst du nicht, dass du gerade voll mega gestresst bist? Digga, hör mir doch mal zu, wenigstens. Digga, ich muss zur Eule, Alter. Nimm jetzt mal deine Tabletten. Digga, komm mal, jetzt beruhig dich doch mal bitte. Du hast uns immer noch nicht gesagt, was mit Oliver bloß ist. Hör mal bitte auf zu schweigen. Was ist denn jetzt genau passiert, okay? Hä? Jetzt gib mir mal das her. Was ist denn jetzt passiert? Euler hat einen Drogencocktail in Tuss gehabt. Einen Drogencocktail? Weißt du, wie schwach sie aussah? Fuck. Was hat denn der Arzt gesagt? Wird sie wieder? Ja. Aber Digga, wenn ich diesen Wichser in die Hände bekomme, Alter. Ich muss jetzt wirklich zur Eule, Digga. Wirklich. Bist du sicher, und dass du so allein jetzt abhauen willst, was? Ja. Ja. Ich schreib dir, ja? Sobald ich da bin. Komm ich wirklich alleine, klar? Ja. Ich melde mich. Zoe, hey. Was machst du hier? Hey. Alles gut? Janis, es tut mir leid. Was tut dir leid? Es tut mir so leid. Mann, ich war gestern in Matrix. Und ich habe euren Zusammenbruch mitbekommen. Mann, ich wusste nicht, dass es alles so außer Kontrolle gerät, Mann. Ich wollte das alles nicht, Mann. Es kam einfach so. Und ich wusste ja nicht, dass sie da einfach zusammenbricht, Mann. Dass sie da einen Herzinfarkt kriegt, Mann. Das war nicht so geplant. Du warst das? Ich hatte schon irgendwie ein Gefühl, ja? Aber ich wollte nicht aussprechen, dass du zu so einer Scheiße in der Lage wärst. Zoe, Eule ist fast wegen dir gestern abgekratzt. Weißt du das eigentlich? Hä? Bist du irre, Alter? Hä? Warum? Mann!
Mann, es ist einfach so gekommen, Mann. Ich wollte das doch gar nicht, Mann. Es ist einfach so, dass ich mach irgendwas, Mann, und dann passiert irgendeine Scheiße, Mann. So war das gar nicht mit eingebracht, Mann. Ehrlich. Außerdem, Mann, ich wollte ihr einfach nur mal zeigen, dass sie einfach nicht immer perfekt ist, Mann. Ich wollte einfach ihr eine Lektion erteilen, Mann. Und dann habe ich perplex einfach mal die Thermoskanne gesehen, hab den Scheiß da reingepfeffert, Mann. Und dann ist auch schon alles Scheiße geworden. Das ist dein Grund, jemanden Drogen unterzujubeln? So, ich wiederhole mich. Du hättest Eule gestern fast umgebracht. Das ist krank, Alter. Mann, warte! Es wäre nie so weit gekommen, hättest du die Drogen weggeschmissen. Du bist auch daran schuld, was mit Eule passiert ist, Mann. Und du bist mein Freund, ja? Zoe, wir beide sind keine Freunde. Ich hatte einfach nur Mitleid mit dir. Und diesen Fehler mache ich garantiert kein zweites Mal. Jetzt scher dich zum Teufel und verpiss dich einfach. Mann, es ist letztendlich auch deine Schuld, Janis, Mann. Und das weißt du. Scheiß Junkie. Nur verpiss dich doch, Mann. Verpiss dich. Mann. Warte, ich helfe dir. Danke, Schatzi. Ist auch. Ich bin nur bei der Untersuchung, Schatz. Ja? Ja, aber ist alles okay. Ich bin nur, ich fühle mich total schwach und ich bin nur müde. Und es ist irgendwie schwach. Yes. Danke. Ich hab mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen. Wer macht denn sowas? Wer mischt denn einfach jemanden Drogen und dann so einer Menge? Wer ist denn so grausam? Das muss ja auch nur jemand gewesen sein, der sich im Backstage geschlichen hat. Das wird ja keiner von meinen Jungs gewesen sein. Meine Crew würde das nie machen. Weil meine Jungs, die sind meine Freunde, die sind meine Familie. Die würden mir sowas nie im Leben antun. Es ist jetzt erstmal egal, wer es war. Hauptsache, du bist erstmal wieder gesund. Scheiße, Mann. Ich muss Eule doch sagen, dass es Zoe war. Aber dann muss ich auch sagen, woher die Drohung wirklich kam. Und das kann ich jetzt noch nicht. Pass auf. Es ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass du wieder fit wirst, okay? Ich bleibe auch erstmal bei dir und pass auf dich auf. Eule hält sich wacker. Der Arzt meinte, sie hatte großes Glück und sie wird wieder. Das war bestimmt irgendein Groupie-Fan, der sie nicht mag oder irgendwas, keine Ahnung. Oder so ein Ex-Freund. Vielleicht war es ja auch Brian oder so. Viel zu krass, ey. Digga, ich bin schuld. Warum? Zoe hat dir die Pillen in die Thermoskanne getan. Und letzten Endes bin ich dran schuld. Die kleine verrückte Irre. Es war doch so klar, dass sie noch Scheiße baut. Aber warum sollst du jetzt dran schuld sein? Die Pillen, die hatte ich auch bewahrt. Und als Eulens damals gesehen hat und gedacht hat, dass Zoe mir die gerade in die Hand drücken will, Mann, da hätte ich es dir sagen sollen. Dann wäre diese ganze Scheiße niemals passiert. Aber ich hatte Schiss. Ich hatte Schiss, dass sie einfach direkt mit mir Schluss macht. Mann, Digga, ich habe mich einfach geschämt. Ich, der Versager-Junkie, der es nicht mal auf die Reihe bekommt, 3 fucking Pillen wegzuschmeißen. Bist du rückfällig geworden? Nein, wirklich nicht. Ich hatte nicht mal vor, diese Teile zu nehmen.
Das ist ja das Skurrile. Ich weiß nicht mal, warum ich sie auch bewahrt habe. Mann, Eule wäre fast gestorben. Und das werde ich mir nie verzeihen können. Hey, jetzt hör mal auf, den dauernd dafür die Schuld zu geben, okay? Ich habe dir schon mal gesagt. Wenn du mit jemandem reden willst über irgendwas, dann komm zu mir. Ich habe den ganzen Scheiß doch selber hinter mir. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Digga, egal was ist, komm zu mir. Ich vertraue dir auch alles an. Du kannst mir alles sagen. Du kannst mir komplett vertrauen. Und was soll ich jetzt tun? Ich glaube, abwarten erstmal. Sie muss sich jetzt erstmal wiederholen. Sie muss sich kurieren und wieder auf den Dampfer kommen, ja? Die ist eine Kämpferin, die schafft das. Ja. Und dann gucken wir weiter, okay? Ja. Komm mal her, Mann, Alter. Ein Scheißtag, ne? Ja, Mann. Hast du Bock, eine Runde zu zocken? Komm, ich spiele doch mit Handicap.